Ja, liebe Freunde, unser allzu beliebtes Spiel Monkey Island 2 und allgemein Monkey Island ist schon ganz schön verwirrend. Wer weiß, was die da geraucht haben. Sorry, kleiner Schatz am Rande. Ich habe ja in einem meiner Videos schon über das Ende von Monkey Island 2 berichtet. Falls ihr das nicht mehr genau auf dem Schirm habt, schaut da mal gerne rein. Ist hier oben in der Infobox, in dem Infokasten verlinkt. Denn dieses Video baut darauf euch. Ich möchte euch heute eine Fantheorie vorstellen, wie man das Ende interpretieren kann. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß, also lasst uns anfangen, um des Spieles Ende zu lösen. Die Theorie, die ich euch heute vorstellen möchte, ist, wie sie die Fans nennen, die The White-Theorie. Diese Theorie ist ein verzwicktes Psychotrauma, also Leute, nicht zu schwache Nerven, ich hab euch gewarnt. Der Grundgedanke der Theorie ist, dass Guybrush Threepwood, unser Hauptcharakter, ein Kind ist und das ganze Abenteuer von Monkey Island 1 und 2 nur geträumt hat. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Was Besseres ist dir wohl auch nicht eingefallen, ha? Ja, es klingt jetzt ziemlich unspektakulär, aber es gibt für diese Theorie ziemlich viele Indizien und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wie wir am Ende von Monkey Island 2 sehen, sind Guybrush und sein Bruder sowie seine Eltern in einem Piraten-Freizeitpark, dessen Gemeinsamkeit von Booty Island nur schwer von der Hand zu weisen ist. Der Gedanke ist, dass sich Guybrush so sehr auf die Piratenzeit einlässt, dass er sich selber zu einem Piraten manifestiert. Puh, guter Stoff, Leute. Lass besser die Finger davon. Doch jetzt kommen die Beweise. Ist es nicht seltsam, dass wir über Mealy Island ein TM finden? Wo gibt es noch solche TMs? Richtig, Freizeitpark. Und das können auch einfach nur heißen, dass Mealy Island ein geschützter Name ist. Aber warum zur Hölle, liebe Freunde, sollte Mealy Island eine Trademark sein? Keine Ahnung. Zudem haben wir einen Getränkeautomaten bei Stan auf Mealy Island. Und wo gibt es noch solche Getränkeautomaten? Richtig, Freizeitpark. Wenn man die Schmerzmeisterin besiegt, was gibt es denn? Ein T-Shirt? Ja, es gibt ein Souvenir-T-Shirt. Und wo findet man das? Freizeitpark. Und warum gibt es unter Dinky Island und bei Fat Island ein Tunnelsystem? Und bei Dinky Island gibt es exakt denselben Getränkeautomaten. Gut, er ist vielleicht ein bisschen kaputt, den es auch bei Stan gibt. So, jetzt geht's aber noch weiter. Das E-Ticket, was Guybrush in den Tunneln von Dinky Island findet, sieht wie ein Ticket von Disney World aus. Zudem hat sich Ron Gilbert durch die Attraktion Piraten der Karibik zum Monkey Island inspirieren lassen. Versteckter Hinweis, ich weiß es nicht. Die Voodoo Lady behauptet, der Big Whoop, also hier der Freizeitpark, ist ein Portal zwischen zwei Dimensionen. Das macht Sinn. Guybrushs kindliche Vorstellung und die Realität, das wird da vermischt. Und was ich selber auch sehr krass finde, jetzt kommt was für die Englischexperten. Der Sheriff von Monkey Island sagt original auf Englisch: Whatever you go on, Mealy, I'll be watching. Ja, das klingt doch logisch. Aber Leute, jetzt kommt das große Aber. Warum das Wort whatever? Müsste es nicht wherever heißen, also wo auch immer du hingehst? Nein, aber wenn man das jetzt übersetzt, dann sagt er, was immer du auf Mealy Island besuchst, ich werde aufpassen. Und das, liebe Freunde, klingt auch schon sehr merkwürdig. Und ich meine, solche Beweise sind ein sehr guter Grund, warum diese Theorie Sinn machen würde. Auch dass sein großer Bruder sich für Guybrush in einen Bösewicht verwandelt, wer kennt es nicht? Gut, ich bin Einzelkind, ich kann das jetzt nicht so genau sagen. Doch diese Theorie hat auch Gegenzüge. Wenn sich Guybrush das alles nur ausgedacht hat, warum gelingt ihm dann nur sehr wenig und warum ist er dann so tollpatschig? Gute Beispiele sind, warum mördert seine Crew in Monkey Island 1? Warum wird er von Kannibalen festgenommen? Und warum verfliegt dieses blöde Kartenstück, was wir finden müssen, immer weg? Warum? Naja, aber jetzt kommt die Psychologie ins Spiel, liebe Freunde. Och nee, jetzt auch noch Psychologie? Ja komm, nee, lass mal sein. Naja, was wollt ihr lieber? Einen, der alles richtig macht, der super cool ist, der Champ ist und dann habt ihr das Spiel in einer halben Stunde nur durch? Oder der einen Fehler macht, der nicht ganz normal ist, der so ein bisschen halbstark ist, aber es trotzdem nicht auf die Reihe klickt? Siehste, solche Leute machen einen gleich wieder sympathischer. Was ist eure Meinung? Ab damit in die Kommentare. Boah, nee, ich kann nicht mehr. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel hier. Nee, also wirklich nee.
Ja, ich hoffe, es ist nun klar geworden, dass Monkey Island mehr ist als nur ein Computerspiel. Es hat so viel Psychologie, Philosophie, oh holy, wir haben gerade eine ganze Argumentation geschrieben, ne? Nice. Doch warum, wenn er wieder Kind ist, leuchten Chuckys Augen auf dem Freizeitpark rot auf? Das macht ja theoretisch keinen Sinn, weil dann wäre er wieder in der Realität. Also ihr seht, die Theorie ist nah dran, aber sie tut nicht alles lösen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über eine kleine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und jetzt noch was Wichtiges an alle Monkey Island Fans. Ron Gilbert hat ja sein eigenes Monkey Island 3 geplant, hat er aber nie umsetzen können, weil er dann vorher von LucasArts, ne? Jetzt will er es, hat aber die Rechte nicht, weil Disney meint, nö. Und deswegen könnt ihr ihm helfen und könnt diese Petition unterschreiben. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ja Leute, das war es jetzt aber auch endgültig. Ich hoffe, dieses kleine Video konnte euch ein bisschen aufklären. Ja, es bleibt weiterhin ein sehr geheimnisvolles Spiel, aber weitere Theorien werden kommen. Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.